Wir sind die Gruppe Infinity. Wir haben das Spiel Infinity entwickelt. In der Gruppe sind Fabian, Husefa und Tillmann und ich. Unsere Motivation, das Spiel zu entwickeln, war es überhaupt zuerst herauszufinden, wie es ist, ein Spiel zu schreiben. Und wir wollten Grunderfahrungen im Programmieren sammeln und dabei halt in Anführungsstrichen eine echte Programmiersprache verwenden. Genau, beim Endprodukt haben wir uns vorgestellt, zuerst wollten wir ein 3D-Spiel programmieren mit realistischer Physik auch. Das haben wir dann allerdings gelassen, weil es viel zu aufwendig war und da wir kaum Erfahrung hatten, haben wir das gelassen. Deswegen ging es darum, ein Jump-and-Run-Spiel in 2D-Form mit einer realistischen Physik zu programmieren. Wir haben uns besonders darauf konzentriert, dass Grundlegende von dem Spiel zuerst zu programmieren, das bedeutet Bewegungen, das Springen und ein schöner bewegender Hintergrund. Und eine große Herausforderung von dem gesamten Spiel war auch noch mit die Hitboxen bzw. die Kollisionserkennung mit einzuprogrammieren und genau. Also unsere Daten und Technologien, die wir benutzt haben, war JavaScript, das ist ja praktisch. Und wir haben eine Webseite p5.js benutzt, da gibt es sehr viele Codes, die man benutzen könnte. Und Mathematik haben wir auch sehr viel benutzt, das mit Ausrechnen. Das ist ein Screenshot aus unserem Spiel. Ich zeige es noch. Also man kann das auch unter dem Link spielen, aber am PC. Man kann es auch auf dem Handy spielen, aber da kann man es leider nicht steuern. Ja, das ist das Spiel und dass die Level tun sich zum Beispiel auch selber generieren und ja, und man kann, und das ist halt unendlich. Ja. Genau, am Anfang von dem Programmieren des Spiels hatten wir noch ziemlich viele offene Punkte, wie zum Beispiel noch Sound, achso, den haben wir gar nicht gezeigt. Das war, und das zufällige Leveldesign, den Sound und das zufällige Leveldesign haben wir jetzt abgehakt und und haben es quasi jetzt in das Spiel eingebracht, dass es jetzt auch gut funktioniert. Manchmal gibt es noch ein paar Bugs, dass das Spiel irgendwie unmöglich ist quasi, weil die Generation der Welt quasi etwas aus den Möglichen springt, sodass der Spieler dort nicht mehr lang springen kann. Und ja, offene Punkte waren auch noch Punkte, beziehungsweise halt Coins, die man einsammeln konnte, aber das haben wir nicht mehr geschafft. Den Sound können wir auch nochmal zeigen. Genau, das war der Sound dazu und ja.